Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir sind noch im Winter, am letzten Wintertag. Hi, Bees da. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Du kriegst einen Holzbären. So. Vielen lieber Dank, ja, du bist so großzügig. Gerne doch. See you soon. Ja, letzter Tag. Wie spät haben wir es eigentlich? 16.14 Uhr. Heißt, wir müssen noch 3 Stunden irgendwie rumbringen. Ich überlege gerade, ob wir noch mal ein bisschen was verkaufen. Von den Sachen, die hier schlecht werden sind, wobei eine Jahreszeit halten die noch durch. Vielleicht brauchen wir bis dahin, verbrauchen wir sie bis dahin. Oder ich mache gerade mal Kirschsaft. Nehmen wir mal 100 mit. Ist gar nicht, wie weit wir mit 100 reichen. Wie viele Weinflaschen haben wir denn? Haben wir ja die Produktion hochgeschraubt in der letzten Folge. Weinflaschen. 8. 8 ist nicht viel. Dann machen wir mal noch ein paar. Ich habe das Gefühl, dass wir noch mehr Weinflaschen verbrauchen, als wir fertigen. Wie viel ballern die denn da raus? Muss ich jetzt aber doch gerade mal gucken. Schenke. ...20 Weinflaschen am Tag. Okay. Wie viel fertigt ihr? 3? Sieben? Okay, wir fertigen mehr. Also 24 fertigen wir und 20 brauchen wir, also das haut hin. Achso, die andere Schenke macht ja auch noch Saft, ne? Ich glaube auch nochmal Kirschsaft eingestellt. Jetzt machen wir noch ein paar Weinflaschen und die verballern wir dann auch gleich hier. Der ist eh gerade frei, sehr gut. Machen wir die 6 Weinfläschchen gerade. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Schauen wir einfach mal, ne? Sechs Stück brauchen wir. Haben wir gleich. Eine noch und dann können wir den Saft machen. Ich denke mal, 6 Saft kriegen wir locker hin. Ich weiß gar nicht, wie viel Beeren wir pro Saft brauchen. Darf ich da gerade mal dran, meine Liebe? Das wäre nett. Vielen Dank. Kirschsaft. 5 können wir machen. Ne, 6 können wir machen. 5 Beeren brauchen wir pro... Okay, das ist weniger als ich dachte. Ich hatte 10 gehofft, die wir brauchen.
Okay. Da kommt man natürlich nicht weit mit, ne? Da haben wir jetzt gerade mal 30 Kirschen verbraucht. Hier bin ich ja völlig falsch. Hier muss ich natürlich hin. So, dann überlege ich gerade, ob ich nicht doch ein... Wobei, wie gesagt, eine Jahreszeit halten die noch. Da behalten wir die, glaube ich, noch. Und Verkauf... Achso, ich sollte die hier natürlich noch raustun. Dass wir die dann in der nächsten Jahreszeit vielleicht noch verkaufen, was da noch übrig bleibt dann. Ich glaube, das ist eine Idee. Oh, wir haben 18 Uhr, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe nach Hause gehen. Hier haben wir ja jetzt auch überall Lampen. Ups. Wege sind, glaube ich, jetzt alle soweit beleuchtet, ne? Ja, doch auch die hier. Also da sind wir jetzt durch, was die Beleuchtung angeht. Oh, da hinten fehlte noch ein Zaun, fällt mir gerade ein. Nehmen wir gerade mal die vier Bretter mit, dann können wir das nämlich direkt erledigen. Dann ist der auch fertig. Das hatte ich letztens mal irgendwann gesehen beim Vorbeilaufen, dass da einer noch fehlte. Tatsächlich nur einer. Haben wir wahrscheinlich vier Bretter zu wenig gehabt und dann gedacht, machen wir später und dann ist das in Vergessenheit geraten. Der da. Dieser eine. Kann man ein bisschen Luft holen. So. Haben wir erledigt. Sehr schön alles. Ich habe ja gar keine Fackel davor, ne? Sehe ich gerade. Ja, sowas. Ein Leingarn, ein Leingewebe, ein Stock und drei Steine brauchen wir. Das sind so die Rezepte, die... Oh, kann ich auswendig. So, ein Leingarn. Ein Leingewebe. Ein einzelner Stock. Und drei Steine. Dann können wir die fehlende Fackel noch ergänzen. Sehr, sehr schön. Warum habe ich da keine hingemacht? Ich überlege gerade, mache ich da? Mach mal da hin, ja. Machen wir hier hin. So, Schmiede. Passt. Sehr schön. Und dann sollten wir jetzt auch so langsam 19 Uhr haben. Ja, 19.22 Uhr. Das heißt, wir können schlafen gehen und in die nächste Jahreszeit starten. Ich freue mich riesig. Du auch, mein Schatz? Ich hoffe doch, ne? So, auf bis zur nächsten Jahreszeit. Bin ich mal gespannt. Okay, kein Ereignis. Guten Morgen, mein Schatz. Wie steht's um unser kleines Königreich? Einige Gebäude müssen repariert werden. Ja, das macht Sinn. Ich muss mich jetzt aber erstmal umziehen. Wir brauchen keine Lederhandschuhe. Filzhut, Strohhut. Die gesteppte Weste brauchen wir nicht. Die Mütze nicht und die Pelzstiefel.
Und die Google auch nicht. So, stattdessen edle Stiefel. Hut mit hoher Krempe. Filzweste. Ich glaube, das war's auch schon, ne? Ziehen wir mal an. Edle Stiefel, Filzweste, Hut. Ja, wir sind vollständig. Haben alles an, was wir brauchen. Passt. So, dann gehen wir doch direkt mal in die Verwaltung. Da müssen wir hier natürlich bauen. So, dass die Dame auch was zu tun hat. Ach so, hier müssen wir raus. Lager. Ja, muss repariert werden. Tierhaltung. Tierhalter sind alle noch da. Produktion. Näherei fehlt uns halt noch die Arbeiterin. Macht aber nichts. Jagd passt. Gewinnung. Holzschuppen können wir, glaube ich, so langsam mal wieder loslegen, dass wir ein bisschen Brennholz fertigen. Vielleicht noch nicht allzu viel, aber zumindest mal ein bisschen wieder. Können wir die Anzahl an Brettern noch ein bisschen runterregeln. Kräuterhütte, so. Du sammelst. Aber wir haben beiden zwei, okay. Löwenzahn. Davon kannst du mal weiter produzieren, aber weniger. So. Sammel mal mehr Löwenzahn. Dann braucht man natürlich Wegwarte. Gänseblümchen, Breitwegerich, Johanniskraut. Oh, und Speisemorcheln. Darf ich nicht vergessen. So, und ihr hier natürlich genauso. Produziert mal weniger davon. Da auch mal weniger. Da auch mal weniger. Dafür dürfte auch Johanniskraut, Breitwegerich, Gänseblümchen, Löwenzahn. Ne, Wegwarte brauchen wir nicht so viel. Wir brauchen allgemein nicht so viel, ne? Löwenzahn natürlich. Und Speisemorcheln. So. Hätten wir auch. Da muss ich hier gerade mal gucken. Wer hat keinen Job und ist älter als 13? Gibt es da jemanden? Aber wir haben ja noch Mütter, die nochmal wieder zurückkommen, ne? Nee, gibt keinen, ist aber auch kein neuer geboren. Okay. Hat sich also auf dem Arbeitsmarkt wenig getan. Sie wird nochmal irgendwann ausfallen. Sie ist schwanger. Ja, aber nur sie. Okay. Und dann kommen natürlich hier die Mütter, kommen nochmal irgendwann. Da haben wir auch noch 1, 2, 3, 4, 4. Okay, die kommen auch nochmal irgendwann zurück. Editha, was hat denn die gemacht? Die hat nicht wirklich viel gelevelt, aber na egal. So. Haben wir erledigt. Irgendwann müssen wir die Felder noch bestimmen. Kommt aber alles mit der Zeit. Ein wunderschöner Frühlingstag. Ich liebe den Frühling, wenn alles hier so blüht und grünt und tut und macht. Herrlich. So, wir hatten hier eigentlich... Wo haben wir denn Quests? Wir haben 1, 2, 3, 4 hier im Dorf. Okay.
keine in Hornika, zwei in Gustovia, wobei die eine ist Steuern zahlen, eine in Branica und eine in Lesnica. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quests haben wir. Das ist schön. Was sind denn hier die... Xabor war das mit der Quest, ne? Wo ist er denn? Da. Ne, das ist doch nicht Xabor, oder? Doch, ist er. Hab ich gar nicht erkannt. Entschuldigung, mein Sohn. Na, was hackst du denn geradeaus, Kleiner? Ich habe ein paar Hirsche am Waldrand gesehen. Sie sind verschwunden, als es dunkel wurde. Okay. Wir könnten einen riesigen Turm bauen, um sie besser beobachten zu können, wenn sie uns wieder besuchen. Ich habe schon ein paar Stöcke und Steine dafür gesammelt. Eins nach dem anderen, Sohnemann. Als erstes brauchen wir ordentliches Baumaterial. Dann sollten wir zusammen noch größere Stöcke suchen, Papa. Nach etwas viel größeren. Wir werden ein paar Bäume fällen und die Stämme benutzen. Gib mir deine Stöcke und Steine, die werden uns dabei helfen. Hier, Papa. Gut, lass mich nachsehen, was ich bei mir habe. Wenn uns noch Werkzeug fehlt, können wir uns ganz leicht selbst herstellen. Okay. Steuern zahlen können wir später. Jetzt müssen wir uns erstmal um unseren Sohn kümmern. So, wir brauchen eine Steinaxt. Okay, die können wir, glaube ich, fertigen. So, sprich mit Xabor. Tun wir? Hi. Das ist eine Axt. Der Steinkopf sieht richtig schwer aus. Komm mit, Sohnemann. Probieren wir sie an einem Baum aus. Okay. Fälle drei Bäume. Das kriegen wir hin. Dann gehen wir mal Bäume fällen. Schon lange nicht mehr gemacht. Fällen wir mal da oben. 8 Stämme brauchen wir. Ja, das passt. Hier finden wir 3, die wir fällen können. Einmal den hier hinten. Ich muss ja nicht die Steinaxt dafür nehmen. So, einer. Man muss inzwischen echt aufpassen, dass man die Bäume nicht auf den Schädel kriegt. Da verletzt man sich ordentlich. Das letztens mal in einem Video gesehen. So wie es halt auch im Real Life wäre, also im echten Leben, ne? Wer Bäume mit dem Kopf auffängt, lebt nicht lange. So, dann haben wir hier noch einen. Machen wir den noch weg. Wachsen ja wieder nach. Er spielt lieber mit dem Bären, als dass er aufpasst. Auch okay. So. Sprich mit Xabor. So. Sind wir jetzt fertig, Papa? Du zitterst ja, stimmt etwas nicht, Kurzer? Es ist nichts, alles gut. Ich sehe doch, dass die fallenden Bäume dich erschreckt haben. Hab keine Angst. Das splitternde Holz und der Aufprall waren so laut und sie sind wirklich groß, wenn sie umfallen. Du bist ein mutiger Holzfäller, Papa. Kopf hoch, Kurzer. Holz ist überlebenswichtig für uns. Wir bauen daraus unsere Häuser und es hält uns warm. Aber fangen wir mit etwas Kleinem an. Wie wäre es mit einem Tisch und Bänken? Oh, das ist eine schöne Idee. Wir können sie am Waldrand aufstellen und von da aus die Tiere bewundern. Oder von unserem Haus. Vor unserem Haus. Oder neben dem großen Fluss. Oder. Hilf mir zu entscheiden, Papa. Okay. Baue Baumstammtisch und Baumstammbank. Soll mal hier eine hinsetzen? Hier so, das wäre doch nett, oder? Hier wäre nett. Doch, machen wir hier noch eins hin. Das ist eine schicke Gegend. Müssen wir nur gucken, dass wir einen
geraden Platz finden. Das ist weniger gerade, als ich dachte. Hm. Oder wir gehen da drüben hin. Hier kann man dann die Tiere beobachten. Hier am Fluss. So, eine Bank. Es gibt Hindernisse, die die Baustelle blockieren. Das ist jetzt aber doof. Machen wir es hier. Hat sich jetzt das Spiel aufgehängt? Ne, okay. Hat nur irgendwie ein bisschen rumgebuggt, sprich mit Xabor. Das war angenehmer als das Bäume fällen. Das freut mich. Wir können uns natürlich auch unsere Holzfäller losschicken, um Holz für uns zu schlagen. Aber ich hoffe, dass du dich eines Tages vielleicht doch noch mit der Axt anfreunden wirst. Nächstes Mal werde ich es schon viel besser machen, Vater. Du bist noch jung, Kurzer. Das Leben wird dich noch früh genug abhärten, da bin ich sicher. So. Ja, da haben wir hier einen kleinen Platz, wo unsere Handwerker noch sich hinsetzen können. Haben wir eigentlich Tiere gekriegt? Entschuldigung, ich muss aber gerade mal gucken. Hühner kann eigentlich nicht. Genau. Gänse. Doch, Gänseküken haben wir ein neues. Okay. Dich nennen wir mal Heide. Einfach Heide. Kurzform von Heide Linde oder so. Schweine geht nicht. Schafe haben wir, glaube ich, auch keine. Haben sie mal, glaube ich, auch voll, was das angeht. Ziegen ist, glaube ich, auch voll. Rinder genauso. Stutfohlen, ja. Passt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir denn... Wir müssen Steuern zahlen. Machen wir vielleicht als erstes. Nicht wahr, so ne Mann? Dann kann ich immer noch mal... Steinschwert oder sowas besorgen. Uns fehlt wieder Material. Wem denn? Ist natürlich gar nicht so einfach zu finden. Der Landwirtschaft. Kein Roggenkorn. Mach mal weniger Dünger und dafür darfst du roggen. Dann haben wir auch wieder Roggenkorn. So. Passt. Ich finde das schön, auch die Palisade. Gefällt mir echt richtig, richtig gut, wenn ich hier langlaufe. Das ist schön. Ich mag das Dorf. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie künftig dann nächstes Jahr soll der ja kommende Multiplayer ausfallen wird. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Aber jetzt müssen wir erstmal Steuern zahlen, ne? Und können dann auch gleich mal gucken, ob hier irgendwo Banditen unterwegs sind oder ob da der Wagen liegt oder das Lager da ist. Ja, inzwischen gefällt mir das... Entschuldigung. Ist richtig gut. Unser Dorf läuft relativ problemlos hier oder da fehlt mal eine Kleinigkeit, aber ich denke mal, das ist normal. War hier nicht noch eine Speisemorchel? Hm.
Offenbar nicht. Hier laufen wir mal den... Nicht, dass wir da zu dicht vor dem Dude laufen. Und wollen ja keinen Stress mit den... Aua! Renn mich doch nicht um! So. So, wie sieht's hier aus? Wagen? Kein Wagen, kein Lager. Naja, hätte ja sein können. Banditen hier glaube ich nicht, weil die waren ja in der vorletzten Jahreszeit da. In der letzten Jahre, also im Winter, war jetzt noch das Lagerfeuer von denen da. Deswegen denke ich mal, dass hier keine sind. Genau. Der Wagen fehlt auch. Aber es ist schön, dass wir so viele Quests haben. 8 Stück ist eine schöne Zahl. Da können wir ruhig ein bisschen was tun dann. Wäre schön, wenn es noch eine Heroldsquest dabei gewesen wäre. Eine, wo man ein bisschen Aufwand treiben muss. Oh, und ich muss ja dann auch noch festlegen, wo ich was anpflanze. Das machen wir aber, denke ich, in einer der nächsten Folgen dann. Eilt ja nicht. Können jetzt erstmal kräftig abernten und die Felder vorbereiten. Und Löwenzahn kann ich auch sammeln. Wenn der hier gerade schon rumsteht. Dann sammeln wir den doch gerade auch mal ein. So, dann können wir Steuern zahlen. Wahrscheinlich wieder 14.000, 15.000 Talerchen oder sowas. Ah, da steht es ja. 19.000. Ne, 21.000 müssen wir abliefern. Okay. Ja, wo ist er denn? Das war er ja gar nicht. Da läuft er, der Rassimia. So, ich wäre bereit, meine Steuern zu bezahlen, bitteschön. So, sehr gut. Da haben wir noch irgendwo eine Quest. Olga Osmund. Hello. Hello. Kann ich dir bei etwas helfen? Es treiben sich viele gefährliche Tiere herum. Okay, wir kümmern uns drum. Das ist die Jagdquest. So, und dann kann ich auch gleich mal... Welcome. Welcome. Zeig mir mal deine Waren. Flachs und Flachshalm können wir mal kaufen. Leingarn hast du ja nicht. Mach's gut. It was nice seeing you. Ja. Die würde ich auch gern bauen können. Weil es gibt so viele schöne Deko-Items, die wir leider nicht bauen können. Inklusive der Schilder hier. Ich hoffe, das kommt mal irgendwann noch als DLC. So ein richtig schönes Deko-DLC mit Wagen, mit Säcken, mit Fässern, mit Leitern. All den ganzen feinen Dingen, die so in den anderen Dörfern rumstehen. Würde ich mich riesig drüber freuen, wenn das käme. Aber frühestens wohl auch nächstes Jahr dann irgendwann. Erstmal müssen sie ja noch die 2 Updates raushauen. Frühling, also im ersten, also Frühjahr irgendwann nochmal ein großes Update. Und ich weiß gar nicht, was da das Thema war. Schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann ja halt der Multiplayer. Kommt dann auch noch. Und dann sind zumindest alle angekündigten Sachen durch.
bin noch mal gespannt, ob der Multiplayer, ob der dann Crossplay hat, also ob man auch mit Konsolen, also ob PC-Spieler mit Konsolenspielern zusammenspielen können oder ob das Ganze dann quasi immer nur pro Plattform ist, also nur Konsolenspieler mit Konsolenspielern und PC-Spieler mit PC-Spielern. Bin auch mal gespannt, wie sie das lösen. Hi Elch. Seine Elchkuh scheint gar nicht mehr da zu sein. Der Wagen hier ist auch nicht da. Wie sieht's hier mit Banditen aus? Gut, würde ich sagen. Es sind nämlich keine da. Sehr schön. Laufen wir schon nicht Gefahr, dass wir die... dass die uns überfallen wollen. Speisemorchel. Ich habe unsere Küchen doch eingestellt, dass die Rührei mit Pilzen machen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendeine sollte das machen. Rühreier mit Pilzen, genau, sehr schön. Gebratenes Fleisch. Fleisch mit Soße, da können wir eigentlich weniger gebratenes Fleisch machen. Mehr Rühreier mit Pilzen. Machen wir mal so. Fleischpasteten haben wir noch. Was produziert ihr? Ihr macht auch gebratenes Fleisch. So viel brauchen wir nicht. Fladenbrot mit Zwiebeln. Davon können wir mal noch mehr machen. So, und was macht ihr? Ach genau, Quark und Käse. Fleischpastete. Backen gar nicht mehr groß Brot, ne? Mein Geheimweg. Da können wir hier auch gleich noch den Ton abholen, der hier vorne liegt. Wäre auch kein Fehler. Zumindest der hier hinten schon mal weg ist. Und ein Schlückchen trinken. Und ich habe nichts zu essen dabei, fällt mir gerade ein. Das sollten wir auch tunlichst ändern. Nicht wahr, Erik? So, hier kann ich schon mal Speisemorcheln abgeben und mir was zu essen holen. Ja, 12,5%, also die Jahreszeit halten die Kirschen noch. Zwiebeln müssen wir noch verbrauchen, aber die sollten eigentlich verbraucht werden. Gemüsesuppe. Wow, wir haben noch so viel rote Beete. Mache ich noch Gemüsesuppe? Muss ich noch mal gucken. Davon können wir mal einiges mitnehmen. Doch, ich glaube, wir machen noch Gemüsesuppe. Ich meine, wir machen noch... Ihr macht noch Gemüsesuppe, glaube ich, ne? Kohlsuppe? Oh. Machen wir hier mal nicht Fleisch mit Soße. Wobei, das braucht auch Zwiebeln, ne? Aber andererseits, Gemüsesuppe braucht auch Zwiebeln. Und dann braucht man nämlich auch rote Beete und Karotten und sowas. So.
Moskolsuppe. Da würde ich auch fast auf Gemüsesuppe jetzt gehen. Der braucht nämlich auch Kohl. Dann machen wir hier entsprechend mehr Gemüsesuppe. Genau, brauchen wir nämlich auch zwei Kohl, aber auch noch vieles andere. Besser ist das. So. Passt. Sehr gut. Haben wir das auch geregelt. So, wir haben ja noch Quests hier im Dorf, ne? Wo sind die denn? Zwei sind dort. Einer da hinten. Ach ne, genau, drei hatten wir noch hier. Was ist hier hinten? Ach, das ist die Mine, genau, da ist die Mine. Und zwei haben wir dort. Dann gehen wir vielleicht erstmal die zwei gucken. Schauen wir mal, was da so ansteht. Die waren irgendwo hier hinten, ne? Hoppala. Der Wulstan. How can I help you, sir? Kann ich dir bei etwas helfen, mein Lieber? Ja, du darfst mich was fragen und du möchtest so tun, dass du ein Erwachsener, ja. Kriegst, was du brauchst. Der Name hier ist es nicht. Da im Haus, wenn ich das richtig sehe. Hi, Editha. How is life treating you? Kann ich dir bei etwas helfen? Eine Besorgung. Kriegen wir hin. Du möchtest Hosen nähen. Klar, kümmern wir uns drum. So, das kriegen wir natürlich beides jetzt relativ schnell erledigt. Wir haben einmal einen Holzhammer und einmal viermal Flachs haben wir und fünf Leder. Fünf Leder. Und dann brauchen wir einen Holzstamm. Und noch ein paar Stöcke, die können wir aber gerade sammeln. Oder kann ich den schon machen? Kann ich schon. So, Holzhammer haben wir. So, einmal deine Sachen, die du brauchst. Viel Spaß damit. Hoppala. Und dann gehen wir gerade mal gucken, wo der Wulstan ist. Oh, wo ist er hin? Muss ich gerade mal auswählen, dann finden wir ihn. Da hinten ist er hingelaufen. Da sitzt er. Hey Ulstan, hier, dein Hammer. Denk an meine Worte. Ja, ja. Kennen wir ja, ne? Das kennen wir ja zu Genüge. So, essen wir mal das Fleisch. Und gehen dann gerade nochmal gucken, was denn hier die letzte Quest ist. Schnüfti Schnäuf. Dann haben wir schon einen Großteil gemacht. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man nicht reisen muss. Wobei, ich finde es schön, dass wir Quests haben. Viele Quests haben. Dann haben wir vier gelöst. Ne, fünf. Die Jagdquest, die brauchen noch ein bisschen. Die müssen wir erstmal antriggern und dann müssen wir natürlich erst nochmal jagen gehen. Aber auch das kriegen wir hin.
Und es ist gut, dass wir erst die Quests gemacht haben, weil jetzt hatte ich noch Flachs. Sonst hätte ich nämlich schon längst Flachshalm draus gemacht. So, wo ist denn hier meine... Die Gertruda! Kann ich dir mal etwas helfen, meine Liebe? Du hast deinen Bogen verloren. Okay, wir bringen dir einen neuen. Die hätte wahrscheinlich gern einen Recurve-Bogen, ne? Da muss ich raus. Da brauchen wir wieder Leingarn. Leingarn und Leder. Ja, aber den machen wir natürlich dann in der nächsten Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.